Ja, wir haben heute die Entwicklungen und auch viele neue Entwicklungen im Bereich der finanziellen Leistungen für Familien auf Staatsebene und in Südtirol vorgestellt. Insgesamt haben wir vereinfacht, vieles neu ausgerichtet und, wie die Zahlen sagen, auch verbessert. Das, was wir heute auch gemacht haben, ist im Grunde auf 10 Jahre Familienfördergesetz zurückzublicken. Und das Ziel, das wir insgesamt auch verfolgen mit all diesen Maßnahmen, ist, dass wir das Land Südtirol zu einem Land auch weiterentwickeln, das gute Rahmenbedingungen für junge Menschen schafft, die sich dann auch für Familie entscheiden. Die Familie ist die Basis unserer Gesellschaft und das ist eine Grundnotwendigkeit und auch mein wichtiges Ziel. Das Jahr 2022 war sicherlich ein bedeutendes Jahr für uns und für das ganze Land. Das ist das Jahr, in welchem praktisch das neue Landeskindergeld eingeführt worden ist, aber auch einmalige Leistungen, Bonus ausgezahlt worden ist. Das hat ermöglicht, dass die gesamte Ausgabe den Rekordwert von 113,5 Millionen erreicht hat. Und die Gesamtanzahl der Bezieher des Landeskindergeldes, die höchste Anzahl von 35.900 Familien erreicht hat. Das sind mehr, also 9.100 Familien mehr im Vergleich zum vorherigen Jahr. Auch durchschnittlich ist der Betrag, der den Familien gewährt worden ist, erhöht worden um 8,3% und zurzeit bekommt durchschnittlich die Familie 113 Euro im Monat als Landeskindergeld. Also das Thema der Vereinbarkeit, der Wahlfreiheit der Eltern ist ein Thema, das uns seit es die Familienagentur gibt, stark begleitet. Hier gibt es noch viel zu entwickeln. Wir haben derzeit jedes dritte Kind in der entsprechenden Altersklasse in der Kleinkindbetreuung und die Sommerbetreuung mittlerweile flächendeckend in ganz Südtirol verteilt ausgebaut. Nichtsdestotrotz, hier sehen wir einen starken Bedarf der Familien und an diesen Modellen, an diesen Rahmenbedingungen gilt es weiterhin die Stellschrauben so zu setzen, dass wir den Familien die bestmöglichen Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geben können, ihr Familienleben zu leben.